In diesem Video stelle ich euch den Waldkauz vor, Aussehen, Lebensweise, Rufe anhand wunderbarer Aufnahmen von Thomas Black, auf dessen Kanal ich zu Gast sein darf. Mein Name ist Michael Held vom Kanal Faszination Natur und ich wünsche euch viel Freude mit diesem Waldkauz-Video. Kennzeichnend für den Waldkauz sind der massig wirkende Körper und der große runde Kopf ohne Federohren mit seinen großen schwarzbraunen Augen. Die Grundfärbung seines Gefieders variiert in graubraunen bis rostroten Tönen. Bekannt ist auch der schaurig schöne Ruf des Waldkauzes, den ich euch hier einspiele. Die Zeichnung des Körpergefieders zeigt eine kräftige dunkle Längszeichnung und schwächere, unregelmäßige Querlinien. Dieses Gefieder reinigt der Waldkauz immer wieder mit seinem Schnabel. Wie bei allen Eulen zeigt sein Kopf eine beachtliche Bewegungsfähigkeit. Mit einer Größe von gut 40 cm, einer Flügelspannweite von fast einem Meter und einem Gewicht von durchschnittlich etwa 400 bis 600 Gramm ist der Waldkauz größer und kräftiger als Waldohreule und Schleiereule. Durch ihre Färbung und Zeichnung sind sie hervorragend getarnt und unterscheiden sich kaum von der Rinde der Bäume, in deren Stammnähe sie sich gerne aufhalten und an die sie sich oftmals geradezu anschmiegen. Bei seinem lautlosen Flug ermöglichen dem Waldkauz seine breiten, runden und relativ kurzen Flügel sowie der eher kurze Schwanz eine gewisse Wendigkeit, jedoch keine weiten Flugstrecken. Außerdem können Waldkäuze sicher auf dem Boden laufen und auch gewandt auf Ästen schreiten. Waldkäuze legen einmal jährlich, nämlich in der Regel schwerpunktmäßig im März, ihre durchschnittlich 2 bis 4, manchmal auch bis zu 6 Eiern oder gar 8 Eier. Dies geschieht in der Regel in geräumigen Baumhöhlen, manchmal auch in Dachböden, Kirchtürmen, Scheunen oder Ruinen. Seltener finden sich Bruten auch in Schwarzspechthöhlen oder auf alten Greifvogelhorsten. Auch geräumige Nistkästen mit einem Einflugloch von 12 bis 13 cm können angenommen werden. Die ca. 4 bis 5 cm großen Eier werden in Abständen von 2 bis 3 Tagen gelegt und vom Weibchen für etwa einen Monat bebrütet. Im Alter von 4 Wochen verlassen die jungen Waldkäuze die Bruthöhle und werden weitere 2 bis 3 Monate von ihren Eltern begleitet. In dieser Zeit werden die Jungeulen Ästlinge genannt. Oftmals findet man die Geschwister beieinander, den Kontakt zueinander suchend und sich teilweise sogar direkt aneinander schmiegend. Hier sieht man sogar gleich 5 auf einen Streich, der ganze Stolz ihrer Eltern. Hier ein Kuschelpaket von 4 Ästlingen, die in einem untrennbar erscheinenden Knäuel verbunden sind. Doch ab und zu braucht auch ein junger Waldkauz einmal seine Ruhe für eine gediegene Gefiederpflege. Genauso natürlich wie die Eltern, die sich von Zeit zu Zeit zurückziehen. Durch fiepende Bettelrufe signalisieren die Jungtiere deutlich, dass sie von ihren Eltern gefüttert werden wollen. Hier antwortet ein Elterntier mit einem Kontaktruf. Nach und nach müssen die Ästlinge nun lernen, wie das mit dem Fliegen geht und wie man selbstständig Fressen findet und erbeutet. Das erste Jahr überleben nur knapp die Hälfte aller Jungkäuze. Dann können Waldkäuze allerdings bis zu über 20 Jahre alt werden. Im Alter von 3 Monaten können Ästlinge schließlich eigenständig fliegen und selbst Beute schlagen. Der Waldkauz ist in Europa übrigens nahezu flächendeckend verbreitet und hier die häufigste Eulenart überhaupt. Allein in Deutschland wird der Bestand auf etwa 50.000 bis 70.000 Brutpaare geschätzt. Eine große Flexibilität in Bezug auf den Lebensraum scheint ein wesentliches Erfolgsrezept des Waldkauzes zu sein. Wichtig sind ihm lediglich 2 Dinge. Zum einen muss es ein ausreichendes Nahrungsangebot geben. Dazu gleich noch weitere Infos und beeindruckende Aufnahmen. Zum anderen müssen genügend Tagesverstecke und Brutmöglichkeiten vorhanden sein. Durch die geringe ökologische Spezialisierung kann der Waldkauz unterschiedlichste Lebensräume besiedeln. Natürlich Wälder, wie ja der Name schon nahelegt, und hier bevorzugt lichte Laub- und Mischwälder. Aber auch Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen, sofern es dort einen entsprechend alten und höhlenreichen Baumbestand gibt. Sogar in Städten kann der Waldkauz vorkommen, wenn er dort ungestörte Brutplätze in Gebäuden oder Baumgruppen findet. Waldkäuze versuchen durch ihre Tarnung gewissermaßen kein unnötiges öffentliches Ärgernis hervorzurufen. Trotzdem verursachen sie oftmals heftiges Feindverhalten, beispielsweise wie hier durch Amseln. Ausdauernd unterregt lässt die Amsel ihren Warnruf ertönen und fliegt sogar Attacken gegen den Waldkauz, der sich dadurch jedoch nur wenig beeindrucken lässt.
dass es sich bei dem Feindverhalten der Amsel nicht um reines, anlassloses Pöbeln handelt, zeigen diese Aufnahmen, die einen jungen Waldkauz mit Beute zeigen, vermutlich eine junge Amsel. Die zeternden Amsel wollen also verständlicherweise ihren Nachwuchs vor Beutegreifer schützen. Hier sieht man, wie ein Eichelhäher kräftig schimpft und sich dem Waldkauz angriffslustig nähert. So auch hier bei diesem Waldkauz auf einem Gebäudedach, bei dem man auch sehr schön die Wendigkeit des Kopfes des Waldkauzes beobachten kann, wenn er sich jeweils in die Richtung des rufenden Eichelhähers richtet. Auch wenn Eichelhäher deutlich größer und kräftiger als Amseln sind, können auch sie Beute des Waldkauzes werden. So zeigen diese Aufnahmen einen jungen Waldkauz beim Rupfen eines größeren Vögels mit schwarz-weißen Federn und langen schwarzen Schwanzfedern. Eine Elster also, die eine vergleichbare Größe wie ein Eichelhäher hat. Und hier eine beeindruckende Dokumentation eines Waldkauzes, der mit gesträubtem Gefieder und einer zum imposanten Schild gefächerten Schwinge in Drohstellung gegenüber einem außerhalb des Bildausschnittes befindlichen Mäusebussard geht. Waldkäuze haben also kleinere und größere Feinde. Die Hauptnahrung des Waldkauzes sind jedoch zumindest in guten Mäusejahren nicht Vögel, sondern eben Mäuse, so wie sie hier als Nahrung für diese drei halbstarken Käuze dient. Ein Elterntier hat die Maus erbeutet und den Jungtieren überlassen, die sie sich nun spielerisch teilen. Mäuse machen bis zu 80% der Beute aus, je nach Verfügbarkeit. Beuteüberschuss wird übrigens interessanterweise zwischenzeitlich deponiert und dazu mit Schnabelstößen in Ritzen fixiert. Neben Vögeln und Nagetieren werden auch kleinere Beutetiere erbeutet, wie Regenwürmer, Nacktschnecken, Käfer und Nachtfalter. Hier seht ihr in einer einmaligen Filmsequenz, wie ein Jungtier eine Fledermaus frisst. Deutlich ist der braune Körper der Fledermaus und ihre beiden Flügel mit den dunklen Flughäuten zu erkennen. In einem Stück wird die Fledermaus verschlungen. Nun heißt es Abflug und selbst auf die Jagd gehen. Zunächst spielerisch und an eine Hackel übend, wie diese beiden Kerle auf dem Dach des Gartenschuppens. Das sieht im Ansatz doch schon ganz gut aus. Und auch Frösche werden nicht verschmäht, wie sich hier zeigt. Der adulte Waldkauz hat den Frosch gefangen und sich auf einem Ast niedergelassen. Sofort bettelt der Nachwuchs und nähert sich aufdringlich. Erst einer und dann gleich drei der kuschelig aussehenden Knäuel. Und nach der Mahlzeit werden unverdaubare Haar- und Knochenreste als Gebölle ausgewürgt, so wie es hier festgehalten worden ist. Inzwischen haben die jungen Waldkäuze fliegen gelernt und sind deutlich mobiler geworden. Bald werden sie die gleichen Fähigkeiten entwickelt haben wie ihre Eltern. Doch manchmal lässt das Wetter zu wünschen übrig und man fühlt sich wie der sprichwörtliche begossene Pudel. Da freut man sich schon noch über die Geschwister oder lässt einen Frust an einem Ast aus. Doch schon bald wird aus dem spielerischen Hackelbeutefang ein sättigender Mäusefang werden, der im folgenden Jahr eigenen Nachwuchs satt werden lässt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal Faszination Natur vorbei, wo ihr unter anderem ein Eulenvideo findet mit allen 13 Eulenarten Europas. Ich sage nochmal herzlichen Dank an Thomas Plack vom YouTube-Kanal vogelarchiv.de und wünsche euch viel Freude in und an und mit der Natur.